Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und liebe Brüder von nah und fern, was für eine Bedeutung nun diese Worte bekommen, nah und fern. Schon immer waren wir verbunden mit Menschen jenseits der Grenzen unserer Gemeinde, unserer Stadt. Nun aber sind wir, wie oft haben wir dieses Wort schon gehört, online. Am heutigen Sonntag ermuntern uns die Worte des Apostels Paulus, uns zu freuen. Und es ist wahr, wir haben viel Grund zur Freude. Der Wochenspruch und auch das Thema dieses vierten Sonntags im Advent sprechen von der Freude. So heißt es im Philipperbrief im vierten Kapitel: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. So schreibt der Apostel Paulus. Und wir freuen uns heute der Nähe und Gegenwart Gottes hier in unserer geliebten Margaretenkirche. Wir sind aber auch sehr froh und zu Recht auch etwas aufgeregt über die weitere Gegenwart. Es sind heute viele Menschen hier und an vielen anderen Orten mit uns verbunden, eben online. Und das erfüllt uns mit Freude und stimmt uns auch sehr dankbar. Dankbar, dass dieses durch moderne Technik möglich ist. Dankbar, dass wir trotz mancher Schwierigkeit zusammen sind und zusammenbleiben. Dankbar, dass unser himmlischer Vater uns Kreativität schenkt
dabei auch das Wollen und Gelingen ermöglicht. Dieser Gottesdienst, liebe Schwestern und liebe Brüder, gehört als zweiter Gottesdienst zu einer neu ins Leben gerufenen Reihe, welche die Kooperation zwischen der Evangelischen Kirche AB in Rumänien und den Heimatortsgemeinschaften unterstreicht. Darum ist heute auch die Mediascher Heimatgemeinschaft, kurz Mediascher HG, als treuer Partner mit dabei. Im Laufe des Gottesdienstes werden auch mehrere unserer Mediascher Partnergemeinden zu Wort kommen. So heiße ich nochmals ganz herzlich willkommen euch alle hier in der Margaretenkirche und euch alle, die über das Internet mit uns verbunden seid. Ich spüre es und viele können es bestätigen, unsere Verbundenheit geht jenseits der Internetverbindung. An der Orgel spielen heute zwei Kantorinnen, Edith Todt, die auch den Chor und den Kinderchor leitet, und Liv Müller. Als eine weitere Ausnahme sind heute alle fünf Pfarrer des Mediascher Kirchenbezirks, des Mediascher Dekanats, gemeinsam im Gottesdienst dabei. Pfarrerin Hildegard Servatius-Deppner wird heute predigen. Pfarrer Ulf Ziegler, Pfarrer Wolfgang Arwey, ich, Gerhard Servatius-Deppner und noch nicht sichtbar, aber auch online und bald zu hören, Pfarrerin Bettina Kenst. Und hiermit übergebe ich das Wort an Bettina weiter. Gott segne unseren Gottesdienst hier und an allen Orten Menschen, die mit uns verbunden sind. Bettina, du hast das Wort. Dankeschön. Ich darf euch auch alle herzlich begrüßen am 4. Advent. Ich sitze gerade im Stadtpfarramt in Mediasch und habe am Adventkranz hier alle vier Kerzen angezündet und begrüße euch auch mit der Botschaft: Freut euch, der Herr ist nahe. Heute, ich begrüße die, die jetzt gerade im Kirchenraum in der Margaretenkirche sitzen und auch alle, die zugeschaltet haben. Ich bin sehr begeistert. Wir sind genau 100 Personen, die jetzt online an diesem Gottesdienst teilnehmen. Ich bin jetzt Teil dieser Online-Gemeinde und das ist für mich auch eine neue Erfahrung. Ich wünsche uns allen gemeinsam einen gesegneten Gottesdienst, allen zusammen. Ich begrüße ganz herzlich unsere Partnergemeinden oder die zumindest, die ich bis jetzt online gesehen habe, aus Berlin, Prenzlauer Berg, Nils Huchthausen und Andrea Trautmann, Albrecht Heim aus Herrenberg, Martin Herrmann aus Neumark, aus Berlin Friedrichshagen, Matthias Detloff und noch andere, die ich gesehen habe mit Namen. Von unserer AG Mediasch begrüße ich nun ganz herzlich Hans-Otto Drottloff mit vielen anderen, die Mitglieder sind, und unseren Vorsitzenden Alfred Göckeler, dem ich nun auch das Wort weitergeben darf. Liebe Organisatoren und Teilnehmer an diesem außergewöhnlichen 4. Advent in einem so besonderen Jahr. Als Vorsitzender der Heimatgemeinschaft Peter. Hört man mich? Ja. Als Vorsitzender der Heimatgemeinschaft Mediasch und Sprecher der Regional Mediasch und Umgebung im HOG-Verband bedanke ich mich im Namen aller Teilnehmer, speziell der vielen aus der Diaspora, für die Möglichkeit, an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Ganz besonders bedanke ich mich bei unseren Mediascher Pfarrerinnen und Pfarrer und allen Helfern, die dazu beigetragen haben, damit der Gottesdienst in dieser Form zustande kommt. Bedanken möchte ich mich auch bei unserer Heimatkirche, die auch in diesen Zeiten unermüdlich für unsere Landsleute seelsorgerisch im Einsatz ist. Die Bezeichnung Heimatkirche finde ich treffender als Evangelische Kirche AB in Rumänien, denn bei diesem Wort hat sofort jeder seine Kirche vor dem geistigen Auge und nicht nur eine Religionsgemeinschaft. Auch wenn ich diesmal physisch nicht in der Kirche dabei sein kann, mit Herz und Seele bin ich dabei. Ich kann quasi die Bank
mit der beweglichen Lehne im Rücken spüren. Suche die Nummern der Lieder, die heute gesungen werden, auf der Tafel. Gucke mich um, wer noch an dem Gottesdienst teilnimmt, und bin angespannt, um nicht den Augenblick zu verpassen, wenn die Pfarrerinnen und der Pfarrer den Gang zum Altar entlang schreiten. Während ich warte, wandern meine Gedanken in die Kindheit zurück. Nicht so sehr zum Adventgottesdienst, sondern zum Weihnachtsgottesdienst, wenn ich an der Hand meiner Großmutter in die Kirche kam. Der große, geschmückte Baum, der fast bis an die Decke reichte, hat mich immer fasziniert. Vor allem habe ich mich als Kind gefragt, wie der Stern an die Spitze kam. Heute sehen wir ihn noch nicht, aber in ein paar Tagen wird er wieder in der Kirche stehen. Der Gottesdienst dauerte gefühlt eine Ewigkeit. Denn das Wichtigste damals war die Weihnachtstüte, die jedes Kind zum Abschluss erhielt. Da meine Oma immer beim Backen geholfen hat, wusste ich, dass Honigkuchenkekse in den Tüten drin waren. Alle, die im vorderen Bereich der Kirche saßen, hatten diesen speziellen Duft des Honigkuchens in der Nase. Meine Neugierde konzentrierte sich auf die Frage, was sonst noch in der Tüte sei. Sehr wahrscheinlich ein Apfel, einige Bonbons, die meistens nicht gut schmeckten, und ganz selten, so erinnere ich mich, eine Orange. Wie froh war ich, wenn ich endlich mit den anderen Kindern in der Schlange stehen durfte, um mein Paket in Empfang zu nehmen. Ich möchte erwähnen, dass ich im jugendlichen Alter da nicht mehr so gerne an der Schlange stand. Meine Oma wartete geduldig, bis ich wiederkam und dann mit mir am Händchen die Langgasse bis auf den Zeckesch heimzugehen. Die größte Herausforderung kam dann auf dem Heimweg, denn ich musste den gesamten wohlduftenden Inhalt der Tüte nach Hause bringen. Die Mediascher unter uns wissen, der Weg von unserer Kirche bis auf den Zeckisch ist nicht weit. Und nur weil ich sicher war, dass unser Herrgott mich von oben sieht und dann mit mir schimpft, habe ich es bis nach Hause geschafft, ohne die Tüte zu öffnen. Bestimmt verbindet jeder eine ähnliche Erinnerung mit seiner Heimatkirche. Dieses Jahr verlangt von uns allen, uns umzustellen und an die Situation anzupassen, was vermutlich viele als negativ empfinden. Vielleicht aber hat dieses Jahr auch dazu geführt, dass wir bewusster wahrnehmen, was wichtig ist oder nicht. Haben gelernt, was Zeit haben bedeutet, haben gelernt, mit der Technik umzugehen, so wie heute, und nicht zuletzt erkannt, wie wichtig der Kontakt und die Gemeinschaft untereinander ist. In diesem Sinne wünsche ich allen, ob in der Kirche oder am Bildschirm, einen inspirierenden Gottesdienst, einen gesegneten vierten Advent, eine den Umständen entsprechende schöne Weihnachten, und vor allem wünsche und hoffe ich, im nächsten Jahr wieder auf der harten Bank mit der beweglichen Rücklehne in meiner Kirche sitzen zu dürfen. Danke. Rejoice.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Heiliger, barmherziger Gott, du hast uns eine ewige Erlösung erworben. Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich unser. Gelobt sei der Herr, unser Gott, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Ehre sei Gott in der Höhe. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Wir bitten dich, lieber Herr und Gott, bereite in dieser Gnadenzeit unsere Herzen zur Wohnung deines Sohnes, damit wir ihn bei uns aufnehmen und dich fröhlich rühmen und preisen. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören die Schriftlesung für den vierten Sonntag im Advent, wie sie aufgeschrieben steht bei Lukas im ersten Kapitel.
Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach: Meine Seele hebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskind. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist. Und des Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für. Bei denen, die ihn fürchten, er übert Gewalt mit seinem Arm und zerstreuet die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößet die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllet er mit Güten und lässet die Reichen leer. Ihr denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wie er geredet hat unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern ewiglich. Christus, unser Heiland, ewige Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit. Amen. Lob und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, jetzt und immer war, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Christus, unser Heiland, ewige Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Lob sei dir, o Christen. Lob sei dir, o Christus.
euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Hört das Predigtwort für heute, den vierten Advent, wie es aufgeschrieben steht im ersten Buche Mose im 18. Kapitel. Der Herr erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun, da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Der Herr segne dieses Wort an euren Herzen. Ihr Lieben von nah und fern, es heißt, die größte Überraschung erlebt man dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Dort, wo man vielleicht gar keine Hoffnung mehr auf ein gutes Ende hat, auf eine Veränderung oder auf eine Wende zum Besseren. Dort, wo sich Angst wie ein Schatten über unser Herz legt, wo Verzweiflung unseren Blick versperrt, oder dort, wo wir dem Tod näher stehen als dem Leben. Man erblickt kein Licht am Ende des Tunnels, keinen Stern in der dunklen Nacht, der einem den Weg weist. Kann da noch eine Veränderung geschehen? Ist da noch Platz für eine Überraschung? Oder vielleicht sogar für ein Wunder? Ihr Lieben, es trennen uns nur noch wenige Tage von Weihnachten. Wir bereiten uns vor, unsere Lieben mit einem kleinen oder größeren Geschenk zu überraschen. Die Vorfreude darauf ist sehr groß, das Warten bei den Kindern kaum auszuhalten. Nun teilen wir als Erwachsene auch diese Freude. Was bewegt uns in dieser Zeit vor Weihnachten? Was erwarten wir von diesem Fest? Eine Veränderung? Ein Wunder? Oder denken wir, dieses Jahr zu Weihnachten ist gar nicht so wie früher, gar nichts von den stimmungsvollen Stunden im Advent. Denn größere Treffen sind untersagt, Gottesdienste sind nur mit geringer Gemeindebeteiligung möglich, sogar Besuch bei älteren Familienmitgliedern ist nicht empfohlen. Wie soll es da für uns und viele andere weihnachtlich und stimmungsvoll werden? Wir merken dabei, dass sich auch für uns Erwachsene ein gewisser Zauber um das Weihnachtsfest gelegt hat. Und das hat auch etwas mit Überraschungen zu tun. Wir überraschen uns gegenseitig mit Geschenken. Wir melden uns überraschenderweise bei Menschen, die wir schon lange nicht mehr angerufen haben. Wir schreiben und schicken uns sogar Briefe per Post. Wäre es in dieser Zeit möglich, so stünden auch Begegnungen und Feiern mit Familie und Freunden an.
Begegnungen und manchmal auch überraschende Besuche stehen hoch oben auf unserer Prioritätenliste. Denn nicht umsonst räumt man in dieser Zeit auch das Haus auf. Man kocht und bäckt um die Wette, denn man will nicht unvorbereitet dastehen, wenn plötzlich Besuch da ist. Man weiß doch auch nie, wer vorbeikommt. So wie es bei uns in Rumänien üblich ist, wenn die Sänger, die Colindători, an unsere Tür kommen und ihre guten Wünsche der Gastfamilie aussprechen, da will man sich doch vorbereitet fühlen. Man will sie hereinlassen und auch etwas zum Bedienen bereit haben. Aber ob sie dieses Jahr wohl vorbeikommen? Ihr Lieben, von einem unerwarteten Besuch haben wir heute auch in unserem Predigtwort gehört. Der überraschende und wunderbare Besuch bei Sarah und Abraham. Unangemeldet tauchen drei Männer auf. Sie erscheinen in der stechenden Mittagshitze. Abraham sitzt beim Eingang seines Zeltes und als er seine Augen aufhebt, erblickt er drei Gestalten. Er geht ihnen entgegen und neigt sich zur Erde. Welch schönes Zeichen der Gastfreundschaft! Der Hausherr verneigt sich vor den Gästen wie vor Königen. Und so werden sie dann auch bewirtet. Abraham nennt zwar eine Kleinigkeit, die er auftischen möchte, mit der er sie begrüßen möchte, denn so war es üblich, dass, wenn Gäste vorbeikamen, man ihnen Wasser anbot, damit sie sich den Staub von den Füßen waschen. Man bot ihnen einen Platz im Schatten ein und gab ihnen einen Bissen Brot zu essen. Nun aber der Auftrag, den Abraham an Sarah und die Diener weitergibt, klingt ganz anders. Er sagt nämlich, aus dem besten Mehl soll Sarah Kuchen backen und das beste Kalb soll geschlachtet werden. Warum tut Abraham dieses? Was erhofft er sich denn von diesem eigentlich so überraschenden und ungeplanten Besuch? Er fragt auch gar nicht, wer die Männer sind. Er fragt nicht, was sie eigentlich da wollen. Er trägt ihnen alles auf. Sie essen und erst dann kommen sie ins Gespräch über ihr Anliegen und über den Grund des Besuches. Sie fragen nach Sarah. Ihr gilt also der Besuch, ihr gilt auch die Botschaft, die sie mitgebracht haben. Und diese Botschaft lautet, Sarah soll in einem Jahr einen Sohn zur Welt bringen. Für Sarah ist diese Nachricht so überraschend und so unglaublich, dass sie einfach darüber lachen muss. Sie kann es überhaupt nicht fassen, weil sie doch sehr alt ist. Sie hat jede Hoffnung auf Nachwuchs längst aufgegeben. Nun soll sie schwanger werden. Ihr Lieben, Gott hält sein Versprechen. Gott hat nämlich einen Plan. Und darin spielt Sarah eine besondere Rolle. Dabei wird jede menschliche Rechnung und auch Logik auf den Kopf gestellt. Gott war nämlich Abraham schon früher begegnet und ihm die Verheißung eines großen Stammesvaters kundgetan. Er hat ihm gesagt, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. So verheißt es ihm Gott. Da aber der Kindersegen ausblieb, hatte Sarah selbst die Idee, ihre Dienerin stellvertretend für sie ein Kind gebären zu lassen. Und nachdem die Dienerin Hagar den Ismael gebar, war es dann aber auch aus mit dem Hausfrieden. Überheblichkeit und Zwist kam zwischen die beiden Frauen und Sarah fühlte sich gedemütigt. Ihr Plan, Gottes Verheißungen selbst lenken zu wollen, scheiterte. So kann ich gut verstehen, dass sie nun jede Hoffnung auf Nachkommen aufgegeben hatte.
Nun aber sollte es anders werden. Ihr Lieben, wir merken, dass oft auch in unserem Leben mancher Plan nicht so ausgeht, wie wir ihn ausgedacht haben. Es funktioniert nicht immer so, wie wir es geplant und gewünscht haben. Denken wir dabei nur kurz zurück an dieses vergangene Jahr. Oder versuchen wir uns vorzustellen, wie es dieses Jahr zu Weihnachten oder zu Neujahr sein kann. Es stimmt wohl, wenn es heißt, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Da muss ich sagen, dass ich bei diesem Bibeltext beeindruckt bin über die unverhoffte Wende in Sarahs Leben. Auch bin ich beeindruckt von ihrer Reaktion. Sie lacht. Ob es ein spöttisches Lachen war oder ein erlösendes Lachen oder, wie sie später meint, andere würden über sie lachen. Dieses Lachen wird sie ihr Leben lang begleiten, denn ihr Sohn soll Isaac heißen, was übersetzt nichts anderes heißt als Gott hat jemanden zum Lachen gebracht. Ihr Lieben, was hat nun aber diese alte Geschichte vom Anfang der Bibel mit Advent oder mit der Geburt Jesu Christi zu tun? Auf den ersten Blick vielleicht gar nichts, außer vielleicht, dass es dabei auch um eine Frau und einer angekündigten Schwangerschaft geht. Es gibt aber wohl manches gemeinsam, was ich nun kurz aufzeichnen möchte. Zuallererst kommt in beiden Erzählungen, bei Sarah und später auch bei Maria, Gott unangemeldet vorbei. Die drei Männer kommen und fragen auch nicht, ob es denn gerade passt. Plötzlich sind sie da, völlig überraschend. So kommt Gott mitten in den Alltag hinein. Auch dann, wenn wir ihn am wenigsten erwarten. Er kommt, ist da und sieht dich so, wie du bist. Zweitens, wenn Gott so überraschend und unangemeldet und auch noch unerkannt ankommt, dann hat es etwas mit Zukunft zu tun. Es geht um Verheißung, bei Sarah wie auch bei Maria. Ich glaube, dass das heute gar nicht anders ist. Wenn Gott dir oder mir begegnet, dann heißt es, er hat etwas mit dir und mit mir vor. Auch dass er dir etwas zutraut, kann es heißen. Weil du es meistens nicht entdecken kannst, taucht Gott irgendwann, irgendwo, irgendwie in deinem Leben auf. Manchmal fühlst du es in dem Augenblick, aber manchmal erkennst du es auch erst im Nachhinein. Drittens, wenn Gott kommt, dann hat dieses mit Liebe zu tun. Im Johannesevangelium heißt es, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wie wir heute wissen, hat Sarah sich gründlich geirrt. Denn aus ihren Kindern wuchs das Volk, in dem später Jesus von Nazareth geboren wurde. Den Juden und auch den Muslimen ein wichtiger Prophet. Den Christen aber der Gesalbte Gottes, der Messias. Unabhängig von dieser Bedeutung war Jesus auch Mensch. Und zwar einer, der seinen Weg in radikaler Liebe, unbedingtem Vertrauen auf Gott und entscheidender Zuwendung zu den Menschen ging. Er war so sehr erfüllt mit Liebe, dass er über das Verstehen der Menschen damals wie auch heute hinausging. Und das tut er bis heute. Die Zeit der Liebe ist nicht vorbei. Viertens und letztens, in der heutigen Erzählung von Sarah wird eine Frage in den Raum gestellt, deren Antwort wir im Neuen Testament erfahren. Da heißt es, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Nein, Sarah konnte es überhaupt nicht verstehen und sich nicht vorstellen, in ihrem Alter noch ein Kind zu gebären. Und Maria konnte es sich nicht vorstellen, so jung wie sie war, schon ein Kind zu gebären. Und doch heißt die Antwort dann im Lukas-Evangelium,
Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ihr Lieben, damit schließt sich ein Kreis. Wir haben Umbruchszeiten in Sarah und Marias Leben gehört. Sie werden hineingenommen in das große Heilsgeschehen. Und nun stellt sich für uns die Frage, wo ist dabei unser Platz in diesem ganzen Zusammenhang? Ich möchte dieses anhand eines Bildes verdeutlichen. Es handelt sich bei diesem Bild um eine Ikone. Es ist die Dreifaltigkeitsikone von dem Künstler Andrei Lubliov aus dem Jahr 1411. Diese Ikone stellt die Dreifaltigkeit dar. Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist aber die Darstellung gerade zu unserem heutigen Bibelwort. Die drei Männer bzw. die drei Engel, die zu Besuch bei Abraham und Sarah im Hain Mamre sind. Diese werden auf der Ikone als die Trinität dargestellt. Die drei Gestalten sitzen um einen Tisch herum. Auf dem Tisch steht ein Kelch. Jede der drei Personen hält einen Stab in der Hand, ein Sinnbild für Autorität, die bei allen dreien die gleiche ist. Der Tisch ist ein Symbol für den Altar. Der Kelch ein Symbol für Opfer. Die Zuordnung der drei Figuren zu den drei Personen der Trinität ist etwas umstritten. Doch hat sich die These durchgesetzt, dass die Person in der Mitte Jesus darstellt. Und die zwei Figuren links und rechts bilden mit ihren Silhouetten zusammen einen Kelch, der die mittlere Figur umfasst. Jesus also das Opferlamm. Nun kann zu dieser wunderbaren ikonografischen Darstellung der Dreifaltigkeit noch sehr viel gesagt werden, besonders zu der Deutung der Farben im Bild. Doch dieses heute hier zu tun, würde zu weit hinausführen. Ich möchte jedoch mit dieser Ikone meine Erfahrungen mitgeben. Es heißt ja, Ikonen sind Fenster zum Himmel. Sie lassen uns einen Blick in die Geheimnisse des Himmels bekommen. Ich habe diese Ikone zum ersten Mal als Schülerin gesehen. Sie wurde uns in einer Andacht erklärt. Ich kann mich nicht an das Gesagte erinnern, doch eins ist mir bis heute sehr zu Herzen gegangen. Die drei Personen sitzen zusammen am Tisch, aber vorne am Tisch ist noch Platz frei. Ich, die Betrachtende, bin auch eingeladen, mich an den Tisch zu setzen. Diese Einladung, die Vorstellung, einen Platz haben zu dürfen, verbinde ich seither mit dieser Darstellung. Die drei Engel oder die drei Personen der Trinität haben diese frohe Botschaft für jeden von uns bereit. Keiner ist zu alt. Keiner ist zu jung für Gottes Einladung und seinen Auftrag. Gott kommt zu Besuch, wenn auch unerwartend und überraschend. Er schenkt dir und mir Raum in seiner Gegenwart. Und er möchte selbst Raum gewinnen in unserem Leben. Darum ist er als kleines Kind in unsere Welt gekommen, damit unser Herz bereit ist, ihn aufzunehmen. In der Begegnung mit Gott kann neues Leben entstehen. Hoffnung kann wieder aufleben. Gott lädt uns ein. Und für jeden ist ein Platz frei am Tisch des Herrn. Falls wir in diesem Jahr zu Weihnachten alleine am Tisch sitzen, so sollen wir wissen, Gott ist bei uns. Er möchte Wohnung nehmen bei uns, mit uns am Tisch sitzen. Vielleicht kommt er überraschend, sicher auch unangemeldet. Aber halten wir die Augen offen und lassen uns überraschen. So wie ich zu Beginn sagte, die größte Überraschung erlebt man dort, wo man sie am wenigsten erwartet.
wunderbare Überraschungen Gottes, weiterführend und guter Hoffnung. Das wünsche ich uns allen in dieser bevorstehenden Weihnachtszeit. Freut euch, der Herr ist nahe. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Liebe Schwestern und liebe Brüder, bevor wir viele Dankesworte aussprechen werden und einige Wortmeldungen weiter aus Medias und aus unseren lieben Partnergemeinden hören werden, lade ich erst einmal herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier in der Margaretenkirche, und zwar am Mittwoch, den 23. Dezember, so wie unsere medische Tradition es sagt, zum Krippenspiel. Das Krippenspiel wird hier in der Kirche aufgeführt am Mittwoch um 17 Uhr. Am Donnerstag, den 24. Dezember, laden wir ein zum Heiligabend Vespergottesdienst um 18 Uhr. Und am Freitag, den 25. Dezember, zum Festgottesdienst am ersten Christtag um 10 Uhr. Nun möchte ich an dieser Stelle von ganzem Herzen danken
und zwar mit einem großen D. Ich drücke hier unsere große Freude und Dankbarkeit aus für unseren sehr treuen und sehr aktiven, gemischten Erwachsenen- und Kinderchor aus. Trotz erschwerten Bedingungen begleiten sie seit mehreren Monaten unsere Gottesdienste und sie verschönern sie. Danke den Großen und danke den Kleinen. Und ein großes Dankeschön weiter richte ich an Kantorin Edith Todt für ihre unermüdliche Begeisterungsfähigkeit und ihre riesige Geduld, um sie zu beneiden ist. Und danke auch an Kantorin Liv Müller, die uns immer wieder in medias musikalisch stärkt. Weiter danke ich all denen, die zum Gelingen des heutigen Online-Gottesdienstes, wir fassen es noch gar nicht, was gerade geschieht, alle, die beigetragen haben, ich nenne hier Claudio Riemer und Franziska Fiedler aus Hermannstadt, zuständig für die Technik vor Ort. Ich nenne unseren Freiwilligen aus Berlin, der in Mediasch ist, Bent Kosler, und danke ihm. Ich danke Pfarrer Stefan Kosoroabe aus München, der uns begleitet, der uns sehr viele Ratschläge gegeben hat. Nicht zuletzt einem sehr unsichtbaren Menschen, aber sehr wichtigen Moderator des Ganzen. Das ist Jakob Kosoroabe. Er hört mich hoffentlich und nimmt den Dank auch an. Danke allen von ganzem Herzen. Nun wird im Namen unserer evangelischen Kirchengemeinde Mediasch Herr Kurator Dieter Scharmüller ein Wort an uns richten, in seiner ganz besonderen eigenen Art und Weise. Herr Kurator Scharmüller. Advent in Corona-Zeiten. Wir sind da und sind auch dort. Gemeinschaft pflegen durch den Ort, wo Gottes Wort und Ehre wohnt und unser aller Heiland thront. Im Gebot, das allen Christen dieser Welt verkündigt wird, im Alten und Neuen Testament, wird uns gesagt, vor allen anderen Dingen der Nächstenliebe und Dreieinigkeit zu dienen, dass in dieser trüben, schweren, kranken Zeit wir alle betroffen sind und doch bereit, unser Beitrag den Leidenden aus unserer Mitte, Hilfe, Trost und Hoffnung im Gebet und Andacht widmen. Medien eifern durch Nachrichten, Fernsehen aus aller Welt dieser traurigen Zeit geschehen. Unbewusst, dass hinter jeder Ziffer, jeder Zahl, im engen Kreis es geht um einen Trauerfall. Anderer Botschaften bedürfen wir in dieser Not, die uns niemand, allein als unser Gott, verkündigt allen Völkern dieser Welt das Kommen Jesu Christi im Advent. Ein Licht, das in die trüben, dunklen Herzen Hoffnung strahlt, vertilgt die Schmerzen, aufbaut Zukunft, Vertrauen, Glauben, im aufgehenden Stern am Himmel schauen. In diesem Sinne seien wir nicht bereit, zu verbreiten weder Panik noch Streit, sondern den Kranken, Bedürftigen nicht nur durch Trost beistehen, vielmehr mit Erhalt, Gemeinschaft, Kost. Stichwort Quarantäne, örtlich physisch isolieren, Abstand halten von alltäglichen Bedürfen, sind durch strenge Regeln und Verbot eingeführt in Ländern, Städten und vor Ort. Heute ist es uns gelungen, gegeben,
durch Bild und Wort Verbundenheit zu pflegen. Unsere Margaretenkirche ist euch allen offen. Wir mit Gottes Gnade auf ein Wiedersehen hoffen. Mit diesen Gedanken wünschen wir euch allen Gesundheit, Ausdauer und Vertrauen in das, was vom Himmel uns wird geschenkt durch unseren christlich festen Glauben im Advent. Im Namen der evangelischen Kirchengemeinde Mediasch wünsche ich euch allen frohe Weihnachten und ein von Gott gesegnetes neues Jahr. Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Kurator Scharmüller. Möge unser himmlischer Vater Ihren Glauben weiterhin erhalten und stärken. Er schenke Ihnen und Ihren lieben Familie Gesundheit und weiterhin Schaffenskraft zum Wohle der Mediascher Gemeinschaft. Nun lade ich weiter ein, unsere liebe Partnergemeinde in Berlin, Prenzlauer Berg, ganz herzlich ein, mit uns nun endlich auch sicht- und hörbar in Verbindung zu treten. Ich vermute, da wartet Pfarrer Nils Huchthausen und Frau Andrea Trautmann, dass wir die Verbindung aufnehmen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir heute zusammen diesen Gottesdienst feiern. Wunderbar, und grüße Sie und euch hier aus der Adventkirche. Allerdings, hier im Hintergrund ist nur ein virtuelles Bild der Adventkirche. Ich bin noch zu Hause, mache mich aber gleich auf den Weg, weil wir auch um 11 unsere Zeit einen Gottesdienst feiern. Natürlich auch unter Einhaltung strikter Regeln, der AHA-Regeln. Ich weiß gar nicht, ob ihr die auch so nennt, eben Abstand, Hygiene und Altersmaske. Und leider wir auch ohne Gemeindegesang. Wir haben es jetzt heute schon oft gehört. Freut euch, der Herr ist nah, so sagt uns Paulus. Aber sicherlich fragen sich viele auch in diesen Zeiten, kann man sich da überhaupt freuen? Und erst recht vielleicht an Heiligabend, wenn man nur im engsten Familienkreis hier in Deutschland nur mit 5 Personen zusammenkommen darf, ohne Großeltern oder ohne Enkel. Ja, es ist Weihnachten nicht so, wie wir uns das wünschen. Und ich frage mich, aber auf der anderen Seite, war das jemals anders? Denn es gibt ja immer jedes Jahr Dinge, die gegen die Freude von Weihnachten sprechen. Trauer um einen Menschen. Wie viele Menschen sind traurig, wenn sie gerade an Weihnachten einen Menschen vermissen? Oder Streit in der Familie oder überhaupt unsere Welt, die ja an Weihnachten nicht unbedingt plötzlich friedlicher und menschlicher wird. Und trotzdem feiern wir Weihnachten jedes Jahr. Und warum eben, das haben wir auch schon im Gottesdienst häufig gehört, weil wir Hoffnung haben. Und weil wir darauf vertrauen, dass Gott kommt, dass Gott da ist, mit Jesus gekommen ist und seinen Geist in unserer Welt wirken lässt und sie immer wieder heller und freundlicher macht, auch durch uns. Und dass sie eben heller und freundlicher wird, ohne natürlich jetzt schon vollkommen zu sein. Und dass wir auch noch nicht alles vom Gottesreich erkennen. Und ich möchte zum Schluss in diesem Sinne ein Gedicht vortragen, das meine Großtante immer an Heiligabend, als wir zusammensaßen, vorgetragen hat. Das sie als kleines Kind sicherlich gelernt hat und es dann jedes Jahr gesprochen hat, bis zu ihrem Tod, über 80 Jahre lang. Und dieses Gedicht, wie ich finde, ist auch eine Antwort darauf, warum wir Weihnachten feiern, auch wenn eben noch nicht alles vollkommen ist oder sichtbar ist, Gottes Reich noch nicht vollkommen angebrochen. Und das Gedicht sagt eben, wir haben schon eine Ahnung davon, auch wenn der Sack noch zu ist, aber es hat schon
so gerochen? Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen, so heißt das Gedicht. Und vielleicht kennt ihr es. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee. Mit rot gefrorenen Näschen, die kleinen Händchen taten ihm weh. Denn es trug einen Sack, der war gar schwer. Was drin war, möchtet ihr wissen? Ihr Nase war es, ihr Schelmenpack. Meint ihr, er wäre offen, der Sack? Zugebunden bis oben hin, doch war gewiss was Gutes drin. Es roch so nach Äpfeln und Nüssen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch ein frohes Weihnachtsfest, dass wir verbunden bleiben in diesen Zeiten und uns dann, wenn es wieder möglich ist, auch wieder sehen können live. Und jetzt gebe ich weiter an Andrea Trautmann. Liebe Schwestern und Brüder, auch ich möchte Sie und euch ganz herzlich grüßen. Diese Zeit jetzt ist auch eine Zeit des Schenkens. Wir haben ja davon in der Predigt gehört. Wir Christen schenken uns Hoffnung, Trost, Mut und Liebe. Aber nicht nur das Schenken an sich ist wohl wichtig, sondern auch, wie wir es tun. Und so habe ich uns auch ein ganz kleines Gedicht mitgebracht. Schenken von Joachim Ringelnatz. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, so sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei. Schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, sodass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List. Sei eingedenk, dass dein Geschenk du selber bist. Ich danke für das Geschenk dieses Gottesdienstes. Lieber Nils, und liebe Andrea, vielen herzlichen Dank. Bitte übermittelt auch unseren Gruß an die ganze Gemeinde in Prenzlauer Berg, in dem Sprengel, wie es jetzt heißt. Vielleicht sind einige auch gerade online gewesen oder immer noch und verfolgen uns. Das erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit und Gott möge euch auch schöne Stunden schenken, auch unsere Zukunft noch einmal verbinden, uns bald wieder schöne gemeinsame Begegnungen schenken. Gottes Segen zu Weihnachten. Und es freut mich sehr, dass, wie ich sehe heute und auch angemeldet, auch unsere Partnergemeinde Herrenberg dabei ist. Ich begrüße ganz herzlich Pfarrer Albrecht Heim und lade ihn nun ein Wort an uns zu richten. Liebe Schwestern und Brüder in Medias und Umgebung und überall, die ihr mit Medias verbunden seid. Ich möchte die Grüße überbringen aus Herrenberg bei Stuttgart, auch im Namen von Dekan Feucht, von unserem Pfarrkollegium und unserer Medias-Gruppe. Wir freuen uns sehr über eure Fantasie in Medias, die Online-Gottesdienste zu gestalten, ihr im ganzen Pfarrteam und allen, die musikalisch gestalten. Und wir freuen uns über die Verbundenheit. Wir wünschen euch und uns allen ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest. Gott kommt in unsere Welt und in unser Leben, in Jesus Christus als dem Licht der Welt, dass wir mit seinem Licht, dass sein Licht in unser Leben scheint, dass wir davon weitergeben können an andere und dass wir so getrost in diese kommende Weihnachtszeit und auch ins neue Jahr gehen können. Das wünsche ich euch und uns allen, von Christus begleitet und gesegnet. Lieber Albrecht, vielen herzlichen Dank und übermittle bitte unsere lieben Grüße und Segenswünsche auch der Gemeinde in Herrenberg, dem Dekanat sogar,
Dekan Feucht und alle anderen, Familie Hansmann, wir können gar nicht alle nennen, die uns so ans Herz gewachsen sind im Laufe der letzten nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte. Wir denken gerne an euch, an alle Menschen, die mit uns über alle Grenzen hinweg verbunden sind. Nicht zuletzt mit Herrenberg über die Gebetsinfo, die wir regelmäßig erhalten. Danke. Nun folgt eine letzte Wortmeldung als Videobotschaft an uns gesendet, und zwar von unserer jüngsten Partnerschaft. Das ist das evangelische Dekanat in Neumarkt in der Oberpfalz, bei dem auch in diesem Jahr unser letzter Besuch im Ausland knapp vor Beginn der Pandemie erfolgt ist, im März, und die Erinnerungen davon sind noch sehr lebendig. Frau Dekanin Christiane Murner und Pfarrer Martin Herrmann, ein gebürtiger Kleinschelkener, sind heute mit uns verbunden durch die zugesandte Aufnahme. Ich grüße Sie, wenn Sie mich vielleicht auch hören, und wünsche Ihnen und dem ganzen Dekanat Neumarkt ganz herzlich viel Gesundheit und gesegnete Feiertage und einen gesunden Rutsch in das neue Jahr 2021. Nach diesem letzten Grußwort, um nicht wieder hier zu reden, hören wir noch einmal das Friedrichshagener Halboktett, so wie am Anfang. Es war das Halboktett aus Friedrichshagen. Warum heißt es Halboktett und nicht Quartett? Weil sie mit Mediasch so verbunden sind und haben vom Mediascher Oktett ihren Namen geliehen. Auch nach Berlin-Friedrichshagen, falls jemand mich hört, sende ich hiermit ganz liebe Grüße und Segenswünsche dem Pfarrer Markus Böttcher und dem ganzen Team der Familie Otto und allen, die mit uns verbunden sind. Nun hören wir diesen Gruß des Dekanates Neumarkt in der Oberpfalz. Liebe Schwestern und Brüder im Dekanatsbezirk Mediasch. Ich darf Sie herzlich als Dekanin des Dekanatsbezirks Neumarkt, als Ihre Partnergemeinde, begrüßen. Heute am 4. Advent denken wir an den Spruch, der uns in dieser Woche begleiten wird, bis zum Weihnachtsfest. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, und abermals sage ich, freut euch, denn der Herr ist nahe. Wir wissen leider jetzt nicht, wie es Ihnen geht. Die letzten Tage waren wirklich schwierig, die Wochen, die Monate seit März. Voller Glück denke ich noch an unsere Begegnung während der Fastenzeit. In der Zwischenzeit haben wir viel erleben müssen, viele Aufbrüche, vieles ist anders geworden. Auch Ihr Weihnachtsfest in Mediasch wird dieses Jahr womöglich anders sein, als Sie es gewohnt sind. Aber eins ist gewiss, Gott kommt uns nahe. Nicht nur an diesem Weihnachtsfest. Wir erinnern uns daran, dass Gott Mensch geworden ist. Aber Gott begegnet uns in unserem Alltag, jeden Tag neu. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen aus Neumarkt nun fröhliche Weihnachten und eine gesegnete Weihnachtszeit. Ich schließe mich den guten Wünschen von unserer Dekanin Christiane Murner an und denke immer noch sehr gerne an die Eröffnung unserer Fastenaktion, unserer bayernweiten Fastenaktion hier in Neumarkt, an die große Gemeinschaft, die vielen Begegnungen und Gespräche. Sie sind hier bei uns noch lange nachgeklungen. Wir wissen nicht, liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Landsleute, was das neue Jahr alles bringen wird. Aber auf eines, dessen können wir uns gewiss sein, darauf können wir uns verlassen. Gott lässt uns nicht allein. Er kommt zu uns immer wieder und will in unserem Leben Raum greifen. Lassen wir uns von der Advents- und von der Weihnachtsbotschaft berühren.
Wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird im neuen Jahr. Aber wir wollen darauf vertrauen, dass Gott da ist für uns, dass er uns begleitet, dass er uns behütet. Komme, was da wolle. Und in diesem Sinne auch von mir und auch von unserem Mediascher Partnerschaftsteam eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Behüt Sie Gott, bleiben Sie gesund. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du sendest den Heiland Jesus Christus in unsere Welt. Mit ihm schenkst du uns Freude, die unsere Herzen warm macht. Du schenkst uns den Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Du schenkst uns das Leben, das du uns verheißen hast. Lass uns diese gute Nachricht annehmen. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für deine Kirche weltweit, für alle unsere Gemeinden. Lass uns mit der Heimatgemeinschaft Mediasch und mit allen unseren Partnergemeinden weiterhin fest im Glauben verbunden bleiben, über alle Grenzen hinweg.
segne du unsere Zusammenarbeit, so wird sie bestehen und Frucht bringen. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bringen vor dich unsere Sorgen um die Zukunft. In dieser Zeit haben wir erfahren, wie veränderbar unser Leben sein kann. Doch lass uns weiter in deine große Liebe und große Kraft vertrauen. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Kinder und für alle Alten, für alle Berufstätigen, die in dieser Zeit so geplagt sind. Segne alle, die dein Wort verkündigen. Stärke alle Menschen, die in Altenheimen, in Diakonievereinen helfend tätig sind. Sei du mit deinem Trost bei allen Kranken. Wir bitten dich für alle Menschen, die ihre Hoffnung aufgegeben haben. Schenke du ihnen neue Zuversicht. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Zieh ein, Herr Jesus Christus, in unsere Kirchen, in unsere Häuser und vor allem in unsere Herzen. Lass das Licht des Evangeliums unter uns nicht erlöschen. Wir danken dir, dass du in dem Dunkel dieser Welt dein Licht leuchten lässt und unsere Herzen mit Freude erfüllst. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Alles, was wir sonst auf unserem Herzen haben, Sorge oder Freude, alles bringen wir vor dich. Und wir legen es in das Gebet hinein, das uns unser Herr und Heiland Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geht und bleibt im Frieden und mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf dich und gebe dir Frieden. Amen.